Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Ark Survival Evolved. Ich bin wieder unterwegs auf unserem Community-Server mit der wunderhübschen, schönen T-Rex-Dame mit ihren kurzen Stummelärmchen. Ach ja, ist sie nicht herrlich? Ich freue mich jedes Mal wieder. Ja, viel ist passiert seit dem letzten Mal. Viel, enorm viel. Also ich weiß gar nicht, ob ich alles zusammenkriege, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens, mein Internet ist ja abgeschmiert, deshalb konnte ich sehr lange nicht aufnehmen. Jetzt nehme ich quasi einen Tag, bevor diese Folge erscheint, frisch auf, neue Aufnahmesession. Und wir hatten einen ganz langen Stream. Und da draußen seht ihr schon, da stehen relativ viele Dinos. Wir hatten einen 6-Stunden-Stream, ich weiß gar nicht mehr, wann der war. Mittlerweile über eine Woche her. Und da haben wir gezähmt, was das Zeug hält. Hatten viel Unterstützung von euch bekommen aus dem PvE, durch von den Kannibalen. Mittlerweile nach dem Stream auch viel Unterstützung bekommen von den Amazonen, also schlicht und ergreifend. Nahezu von allen, die irgendwie auf diesem Server vertreten sind. Und haben dann hier vieles bewegen können, viele Neuerungen erfahren, viel Dinos dazu gekriegt. Angefangen hat alles mit dem Wahnsinn, einen Stegosaurus zähmen zu wollen. Und diesen Stegosaurus hatten wir Nadel genannt. Mittlerweile Nadel 2.0. Ich Trollo war nämlich da unten im Wasser und wollte mit der Nadel eigentlich Holz sammeln. Und war dann da am Wasser und dann kam da ein Ichthyo. Und dann dachte ich mir, zähmst du doch mal den Ichthyo noch schnell im Offscreen. Eigentlich wollte ich wirklich nur ein bisschen Holz sammeln, ein bisschen Ressourcen haben, dass wir ja loslegen können. Und dann kommt mir da so ein Ichthyo um die Ecke. Und dann wollte ich den Ichthyo zähmen und wusste echt nicht, dass diese Nadel erstens auf Hollow stand und zweitens ersaufen kann. Ich hatte dann erfahren, dass Dinos tatsächlich ersaufen können und Nadel ist mir eiskalt im Wasser ertrunken. Und dann kamen die netten Amazonen, allen voran die Danu, die hier dann, ich weiß gar nicht, ob sie es alleine gemacht hat oder ob Obi Lee noch geholfen hat oder irgendjemand von den Amazonen noch. Auf jeden Fall, hauptsächlich glaube ich, Danu hat dieses nette Tierchen gezähmt, die Nadel 2.0, die mittlerweile auch stolze Level 33 hat. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür an die Danu und vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an die Kannibalen und ans PvE-Dorf, die uns geholfen haben, hier den rosaroten Hunter zu zähmen. Unser erstes Flugtier, auch den werden wir noch ausgiebig kennenlernen. Und als kleines Geschenk der Kannibalen gab es Dixie. Wo steht sie? Da steht sie doch. Einen Raptor mit Level 82 damals, jetzt 84 mittlerweile. Ihr geht es gut und auch sie hat die Brille spendiert bekommen. Apropos Brille. Das kann ja nie sein. Dann gehen wir mal kurz an die Brillenkiste. Ich weiß gar nicht. Jawohl. Lieber Koja, ich habe 20 Narkotics und 30 Pfeile entwendet. Das tut mir so leid. Bekommst sie bald zurück. Bis dann, viel Spaß beim Ausritt auf deinem Flipper. Das ist, der hat mir einen Sattel spendiert, der gute Lederzwerg. Dafür hat er sich Pfeile und Narkotics genommen. Kann ich entbehren, auch wenn gerade die Narkotics in der Tat ein bisschen wehtun. Aber dafür einen Sattel soll... Oh. Obsidian, Crystal, Metal Ceiling, Metal Sign, Metal Pick, Metal Doorframe, Metal... Nochmal Ceiling. Ein Unterschied? Müssen wir uns mal anschauen. Medium Crop Plot, Scope Attachment für... Okay, hier haben, glaube ich, die Amazonen sich verewigt, sozusagen. Sarko-Sattel für das Krokodil. Pulmono Scorpius, falls ich noch einen Skorpion zähme. Ja, super cool. Also, da werden wir mittlerweile ziemlich stark ausgerüstet, ziemlich stark unterstützt. Ich wollte das ja die ganze Zeit nicht. Ich wollte ja alles selbst erarbeiten und machen, aber man kommt hier nicht voran. Man kommt hier solo und das meiste ist halt solo, was ich hier aufnehme. Man kommt hier solo echt schwer voran und entsprechend... Und entsprechend... ist es echt gut, glaube ich, jetzt mittlerweile doch so ein bisschen Unterstützung zu bekommen, weil sonst, glaube ich, hätte es noch 35.768 Folgen, danke, dass der Regen aufgehört, gedauert, bis ich euch den Flieger hätte zeigen sollen, können vielmehr. Wie war das hier? Shift Z? Steuerung Z? Nein, was war nochmal? Verdammt! Was war nochmal UI ausschalten? Ah, Backslash, genau. Löschen. Ja. Der sieht auch sehr, sehr intelligent aus.
Und ist sehr fixiert auf die junge T-Rex-Dame, wie man sieht hier. Na? Ich finde die Brillen nach wie vor sehr cool. Aber wisst ihr, jetzt machen wir erstmal einen schönen Rundflug. Ich schau mal kurz. Sind irgendwelche... Nö, nicht wirklich. Keine Pinökel gerade gespawnt. Wir machen jetzt mal einen schönen... Ich drücke hier eh in Massen, aber es passiert nichts. So, wie war das jetzt nochmal? Nee, so war es nicht. Da ist Landen. Nein, bleibt drin, bleibt drin. Nein, nein, nein. Immer wenn man landet, meinen diese... Du dummes Tier. Meinen diese Vögel nochmal weiterlaufen zu müssen. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie man nochmal... Ah. Nein, die sind nicht verbuggt, die Vögel. Überhaupt nicht. So. Jetzt mal gucken. Wie... Ah, mit der Maus einfach hoch. So war das. Ja. Fliegen wir doch mal so eine Runde. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig zugegeben. Wir sehen rechts die Ausdauer von ihm sinken. Je länger wir hier unterwegs sind. Allerdings, ihr seht auch, sie sinkt relativ langsam. So, und dann haben wir hier doch mal einen schönen, schönen Überblick über... das Gebiet. Und dort unten, und da gehen wir dann jetzt mal hin, dort unten wartet der Ichthyo. Oh, ich liebe das hier gerade. Kann man mal die... Kann man noch ein bisschen rauszoomen? Jawohl. Oh, schön. Schön, auch wenn das Ungetüm da auf dem Flieger ein bisschen komisch aussieht. Aber doch durchaus nett. Also gut. UI machen wir an. Ihr seht, wenn man jetzt hier so in der Luft steht, ich glaube, dann verliert er kaum oder gar keine. Schauen wir gerade mal rein. Stamina. Ja doch, verliert minimal. Also so, man kann selbst dann nicht ewig hier unterwegs sein. Aber das soll uns jetzt hier mal nicht abschrecken. Es ist zudem so, dass es recht viele... Updates gab und damit dann auch wieder neue Kreaturen hier Einzug erhalten haben. Schauen wir uns das mal an. Hier gibt es jetzt sehr viele Fische. Die könnten wir auch mal ernten gehen wieder. Ansonsten mal schauen, ob wir hier gerade noch irgendwas Neues sehen. Man kann wirklich lange fliegen. Und ich glaube, mit dem Moped hier unter dem Hintern ist es auch ein leichtes darüber... Vielleicht mit einem kleinen Zwischenstopp, das weiß ich jetzt nicht. Aber eventuell kommen wir auch darüber zum Berg. Das ist schön. Das ist schön, ich glaube, das wird gut. So, landen wir hier mal. Mit der Leertaste. So, jetzt wird er gleich wieder auf Wanderung gehen. Und er steht nicht auf Follow. Er steht nicht auf Follow. Nicht, dass mir hier jetzt der nächste absäuft. Das wäre so ein bisschen unpraktisch. Und dann schauen wir uns mal Flipper an. Ehrlich? Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Ich weiß überhaupt nicht, wie er sich jetzt hier... Alter! Alter! Wie schnell! Okay, hier kriege ich wieder Sauerstoff. Wie schnell ist das denn? Wie schnell ist das denn bitte? Ja, und man soll ja unter Wasser tatsächlich in der Lage sein. Oh, hi. Aber ich vermute einfach mal, wir sind schneller als der Hai, oder? Wisst ihr was? Ich will es jetzt mal wissen. Oh. Und musst du jetzt mal ganz kurz Sauerstoff wiederholen für mich. Kriegt man den Hai eventuell umschifft sozusagen?
Immer von hinten angreifen. Das finde ich gerade recht spannend, ehrlich gesagt. Aber ich sehe, der Gute hat leider ganz wenig Essen. Ich muss mich um meinen... Insofern ziemlich gut kümmern hier. Der hat seinen Magen leer. Aber ich weiß nicht, ob das so die super Idee ist. Ja. Bin ja schon hoch. Kriege ich das mit dem Hai hin? Ich weiß es nicht. Der Kampf der Giganten. Ich meine den T-Rex auf dem Rücken, aber es ist echt schwierig. Oh. Ich hänge. Ich hänge gerade so ein bisschen. Das war jetzt echt unpraktisch gerade. Ich hatte schon echt Angst. So, jetzt pass mal auf. Hi. Dann holen wir uns mal Fleisch daraus. Ist da noch irgendwas drin? Nö. Mein Problem ist nur... Da kommt nichts raus. Geht der Server gerade down oder? Was ist hier Sache? Nochmal. So, dann probier es nochmal hier mit dem jetzt, aber kommt aus Haien kein Futter? Das kann ich mir nicht vorstellen. Probieren wir es nochmal. Der holt da jetzt Fleisch raus, na super. Warum ging das nicht mit der Spitzhacke? Habe ich es im Inventar und es wurde nicht angezeigt? Nö, habe ich nicht. Braucht man dafür seit neuestem nur noch die Axt oder was? Ich werde es rausfinden, glaube ich. Gut. Also. Es ist relativ schwierig, glaube ich. Ja, bin ich jetzt drauf oder nicht? Bin drauf. Aber warum zoomt er nicht raus? Jetzt zoomt er raus. Wunderbar. Also es ist gerade alles ein bisschen buggy. Der Fisch hier hängt auch fest. Kommst du mit? Muss dich da, glaube ich, mal rauslotsen. Der Fisch hängt fest. Ach, toll, dass das alles nicht verpackt ist. Du blödes Tier. Geht doch. So. Also eigentlich wollte ich ja mal schauen, wie weit Öl jetzt hier entfernt ist. Jetzt weiß ich allerdings ehrlich gesagt nicht, ob ich hier unbedingt meinen Fliegsaurier da... Oh Mann. Jetzt hänge ich schon wieder fest. Ich wollte doch nur... Oh. Wie weit ich meinen Fliegsaurier hier alleine lassen kann. Wollte eigentlich nur wenden. Das ist aber jetzt hier echt schwierig. So. Weil die halt auch nicht... Ach, der kann schon wieder nicht rückwärts. Okay. Wie lenk ich denn mit dem? Was? So, jetzt kriege ich aber Raw Meat raus. Eben beim... Komisch. Also irgendwie, ich bleib dabei. Es ist irgendwie in der letzten Zeit
ein bisschen angebackt, dieses Game. So, jetzt kriege ich hier aber genug Fleisch für unseren Delfin. Der ja eigentlich ein Ichthyosaurier ist, mal ganz streng genommen. Und mit einem Delfin mal so gar nichts gemein hat. Außer vielleicht ganz minimal das Äußere. So, was hat denn der Megalodon alles gehabt? Außer einer Metal Hatchet noch dazu Megalodon Zahn, Stone Arrows und jede Menge Bären. Was halt so Megalodon mit sich rumtragen? Bären. Slingshot. Okay, es war jetzt nichts Weltbewegendes, aber immerhin, ist eine Metallaxt, finde ich gut. Und wir geben ihm jetzt mal ordentlich Fleisch da rein. Das haut er weg wie nix, dann ist er aber hoffentlich bald wieder bei voller Nahrung. Das war ehrlich nicht ganz ohne. Wenn ich jetzt... Hängt schon wieder. Also ich weiß nicht, wie man mit dem navigieren soll. Vielleicht habt ihr da Hinweise oder so. Ich krieg's nicht gebacken. Ich ziehe ihn jetzt mal so hier rein. In sein Becken. Das habe ich hier gebaut, damit die Haie nach Möglichkeit hier nicht den Weg finden und ihn mir vor der Nase wegschnabulieren. Das wäre etwas unpraktisch. Und da ist was gespawnt und da machen wir uns jetzt hin. So. Beziehungsweise ist was dabei zu spawnen. Was war denn blau? Was war denn blau? Wo habe ich meine Zettel? Ihr hört mich jetzt wieder nur so halb im Off, weil ich auf Zettelsuche bin. Blau ist perfekt für uns. Stufe 25. Es soll übrigens, das habe ich jetzt beim Erik im Video gesehen, hier in der Nähe, tatsächlich Tyrannosaurus-Exemplare geben. Also nicht nur mich, sondern tatsächlich noch ein paar mehr. Im Zweifelsfall müssen wir da dann halt schnell weg. Chitin Brustpanzer und Medium Crop Plot. Naja, ich glaube, den Medium Crop Plot, den haben wir schon spendiert bekommen. Der dürfte oben in der Kiste liegen. Aber Chitin Brustpanzer, den hatte ich übrigens. Na, immer die falsche Taste. Ich will immer springen, aber der landet dann. So. Den Chitin-Brustpanzer oder besser gesagt eine komplette Chitin-Rüstung habe ich nach dem Stream oder nee, ich glaube sogar noch im Stream geschenkt bekommen von den Kannibalen. Eine komplette Chitin-Rüstung. Ich war sehr, sehr glücklich drüber. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ihr seht nur, ich trage mittlerweile wieder Leder. Hat einfach den Grund, als ich mich nach dem Stream und ich bin gut gesättigt ins Bett gegangen und ich glaube, das war 2 Tage später nur, wo ich dann wieder online gegangen bin, da war ich tot. Und entsprechend mein Lootbeutel auch weg. Was schade war. Und entsprechend war auch alles an Ausrüstung, was ich da so bei mir getragen habe, weg. Ich werde mir jetzt angewöhnen, immer wenn ich mich auslogge, dann doch die ganzen Utensilien, die ich so bei mir trage, abzulegen. Denn so wirklich was bringen tut das nicht, wenn man es bei sich trägt und dann einloggt und alles ist weg. Ich werde mir da also irgendwie so einen großen Schrank hinzimmern, denke ich mal. Und den immer vorm Auslocken komplett füllen und nichts bei mir tragen, was ich nicht irgendwie entbehren könnte. Der Lederzwerg und Co. haben dort unten, wenn ich das richtig verstehe, eine Hütte angefangen zu bauen. Dort steht das Mammut davor. Und logischerweise heißt dieses Mammut auch Money. Ich glaube, jeder nennt hier in diesem Spiel sein Mammut Money. Werden mir was anderes einfallen lassen müssen. Was ist da im Wasser? Ein Kroko und auf dem Kroko tanzt ein Raptor rum. Das sieht lustig aus. Ein Kroko, die haben tatsächlich Schnappi, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt werde ich aber neidisch. Ich will auch ein Kroko. Wo ist eins? Das wäre in der Tat eine der nächsten Zähmaktionen, die ich gerne bringen würde. Oh, sieht doch cool aus hier. Wir fliegen der Sonne entgegen. Herrlich, herrlich, herrlich. Aber hier spawnt leider gerade keins, ne? Ich frage mich gerade, könnte man denn, wenn man will, aus dem Fliegen heraus einen Pfeil abschießen auf irgendetwas, was sich dort unten befindet? Ach übrigens, ah ne, hier ist die Nahrung halbwegs voll. Aber auch dem sollten wir mal wieder ein Stückchen Fleisch reinschmeißen. Ich werde dann mal losziehen jetzt. Mit was eigentlich? Mal schauen. Vielleicht mit dem Stego.
und unten den See mal aufräumen. Ich glaube, das macht Sinn. Mit dem Stego kriegt man da unten den See mit zwei, drei Schwanzschlägen leer, dann sind alle Fische tot. So, ziehen wir uns mal zurück, landen hier, mal schauen, wo er dann jetzt hinwandert. Zapp. Ja, gut. Kann er machen. Komm, wir nehmen den Stego. Wir nehmen den Stego. Du kommst mal mit. Ich reite dich nicht, weil du bist so super langsam. Und dann gehen wir mal ein bisschen was ernten. Wobei, ich glaube... Moment. Bleib noch mal kurz stehen. Ich glaube, ich lade mal kurz ein bisschen was ab. Ich bin ja... Na, Kowalski? Skipper? Lagebericht? Alles ruhig? Gut. Wie viele Blueprints haben wir denn mittlerweile? Blueprint Kompass, Chitin Gauntlets, Medium Crop Plot. Gut, da haben wir jetzt noch einen. Hier ist alles voll. Heiz in Tonnen. Tja, ich glaube, ich muss anbauen. Auei. Auwei, das ist hart. Ich müsste mich auch, glaube ich, nochmal neu ausrüsten. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Stone Pick, Stone Hatchet. Also Stone Pick, Stone Hatchet haben wir. Metal Pick. Warum ist die nicht hinterlegt? Die habe ich doch auch. Metal Hatchet. Legen wir dahin. Einen Speer müsste ich mir endlich mal wieder craften. Der Bogen. Ich habe keinen Bogen mehr. Warum habe ich keinen Bogen mehr, bitte? Ich bin irritiert. Bin sehr irritiert. Nee, also das kann ich nicht gut halten. Irgendjemand hat mir den Bogen geklaut. Du hast mir nur geschrieben, dass du Pfeile... Oder steht auch Bogen? Nee. Narcotics und Pfeile. Narcotics habe ich, glaube ich, überhaupt keine mehr dann jetzt. Dann nehmen wir den Stego... Machen ein bisschen Fleisch und machen... Ja, muss ich auch erstmal wieder zum Füttern verwenden. Ah, ist alles so ein bisschen schwierig gerade. Ich mache hier mal Platz und esse. So, dann kommt das hin. Hier Chitin. Brustpanzer legen wir an. Dann kann man das wieder los. Also es wird in dieser Folge noch nicht so arg viel, aber ich glaube, ich werde meine Hütte erweitern müssen. Ich denke mal, das wird in den nächsten Folgen Thema werden. Musste zeuglos werden hier, diese beiden Notizen, die entsorgen wir mal an unsere Müllhalde, die kennen wir ja. Juhu! Einmal Drop und nochmal Drop. So, da hätten wir das. Drum, drum, drum. Metall nehme ich mal und tu dafür lieber rein die Megalodon-Zähne. Mal das, Notes, was? I'm pretty sure I figured out. Achso, was haben wir denn hier? Rockwell Receipts. Was auch immer das ist, müssen wir uns auch nochmal anschauen. So, mit Metall. Da sind wir jetzt ziemlich vollgeladen. Da können wir aber draußen schon mal ein Feuerchen machen. Ich nehme jetzt nochmal Thatch mit. Das ist gerade alles ein bisschen unkoordiniert, weil ich völlig überrumpelt bin von den ganzen Sachen, die hier drin sind. So, Metall. Okay. Wir haben ein bisschen was, würde ich sagen. Thatch. Lightfire. Dann lasse ich das einfach mal brennen. Dann haben wir bald wieder Metall in Massen. Und können uns hier um Äxte und so kümmern. Dann können wir das bauen. Dann nehme ich mal die ganzen Metal Receipts. Also wir machen hier, wir organisieren hier gerade mal neu. Alles, was Metal ist und eine Forge braucht, beziehungsweise hier mal gucken. Can be crafted at Smithy. Das nehmen wir alles mit. Alles, was Smithy braucht. Metal Doorframe. Brauchen wir Smithy. Smithy. Das nicht. Cropplot logischerweise auch nicht. Kompass brauchen wir auch nicht. So, dann schauen wir hier mal rein. Sattel, Sattel. Metal Door. Metal Foundation. Metal Doorframe.
So, dann haben wir hier draußen noch Sachen gehabt. Das, was doppelt ist, schmeißen wir dann gleich die Klippen runter. Dino-Glases tue ich hier rein. Ist das auch schon mal weg. Dann Metal Pick, Metal Sign, Ceiling, nochmal Ceiling. Brauchen wir hier. Can be crafted at a smithy, tun wir da rein. Doorframe. So, und dann schauen wir uns mal an. Wie war das? Das geht um die Farbe der Schrift oben. Hier sehen wir, genau, hier sehen wir einen grünen Schriftzug. Das ist besser als ein weißer Schriftzug. Hier sehen wir, die maximale Haltbarkeit ist 56%. Der Damage liegt bei 115%. Beim Doorframe ist es weiß. Pipes sind weiß. Foundation. Was haben wir noch doppelt? Doorframe haben wir doppelt. Wenn ich das so sehe, ist beides weiß. Da sehen wir keinen Bonus. Die Metal Pick. Hier sehen wir es. Die weiße ist, oder die ist in dem Fall grau, die hat 46% oder 47% Haltbarkeit. Metal Sign, Metal Ceiling, haben wir das auch zweimal, haben wir auch zweimal. Das gibt sich wohl auch nicht. Scope Attachment ist normal. Und nochmal ein Metal Doorframe, also da können wir wohl wegschmeißen, zwei von. Ich lasse es mal hier drin, falls es jemand gebrauchen kann. Irgendjemand, der hier zockt. Probier es nochmal zu öffnen. Mann, haben wir Lags. Wahnsinn. Alles, was ich doppelt habe, tue ich mal hier rein. Und wenn das dann in einer der nächsten Folgen immer noch drin liegt, dann schmeiße ich es fort. Metal Doorframe haben wir da. Ceiling. Door Foundation Pick. Die Pick haben wir doch in grün gehabt. Genau, dann tue ich die helle auch hier rein. So. Also da einfach bedienen, falls ihr noch irgendwas braucht. So, wir gehen dann mal zu unserer Smithy und da bin ich mal gespannt, wie viel Platz die überhaupt hat. Für so Sachen. Hier ist eine Metal Pick beispielsweise drin. 53,6% kriegt diese zustande und die, die ich jetzt habe, die grüne 56%. Das heißt, die tun wir rein. Und die braucht mehr Heiz dafür. Also die billige, die kostet 13 Heiz. Ich lasse die trotzdem mal drin, weil die recht günstig ist. Okay. So, und den Rest, den schmeißen wir jetzt einfach so da rein. Da ist Platz für viele Rezepte, das ist gut. Dann müssen wir die nicht immer mitschleppen. Und schauen, dass wir alles einmal da drin haben. So ist doch wunderbar, so freut mich das. Die Metal Pick haben wir, die Metal Hatchet haben wir. Dann brauche ich jetzt einen Speer. Für einen Speer bräuchten wir Craft. Oh, ein Metal Speer. Ich nehme einen Metal Spear, nehme ich. Habe ich den schon gelernt? Habe ich den schon gelernt? Das wäre gut. Habe ich. Super. Weapons. Melee. Sag bloß, dir ist kalt. Da brauchen wir 10 Metal Ingots. Das ist doch super. Oh, an. F. 17 haben wir und da kommen noch viele raus. Immer zwei Metallbrocken werden zu einem Metallbachen. Das ist gut, das ist gut. Weapons, Melee. Und dann schmeißen wir das rein und dann müsste es gehen. Brauchen wir 20 heute auch. Craft. Da haben wir sie drin. Wiegt. 10 Kilo! Eieiei. 10 Kilo! Ernsthaft. Ernsthaft. Wir werden dann jetzt Holz sammeln dürfen. Ich mach mal eine Torch an hier. Wir sehen ja wieder nichts. Wir werden wieder Holz sammeln dürfen, glaube ich. Wo hatte ich denn das drin? Das war, glaube ich, hier. Autsch. Okay. Heiz nehme ich mal mit. Die tun wir dann da rein. Kommt, nehmen wir mal noch einen zweiten Stack mit. Ach, kann man die jetzt hochstacken? Ah, cool. Guckt mal. Das ist doch nett. Dann nehmen wir die mal alle raus und machen aus 100er 200er Stacks. Wie praktisch. Das spart doch einiges an Platz, da das Gewicht bei den Schränken ja vor einigen Patches schon rausgenommen wurde.
Müssen wir mal gucken. Kann man das auch mit anderen Sachen machen? Fiber beispielsweise? Sind das jetzt alles 200er Stacks? Ja. Ach. Das ist ja super. Das ist doch echt super. Das mit dem Thatch machen wir nochmal. Dann muss ich hier das alles jetzt mal umstecken. Sorry. Aber wir räumen jetzt hier auf. Es ist ja Ordnung, ist das halbe Leben. Ach na super, es geht doch nicht mit allem. Was? Das geht doch nicht mit allen. Wahrscheinlich haben sie es nur mit denen gemacht, wo die Leute sagen, ich habe so viel davon, könnt ihr das nicht mal... Voll low ist das, dass das sich nicht stacken lässt. Okay, also nur bei so ein paar Sachen scheinbar. Wäre auch zu schön gewesen. So, also ich habe kein Holz. Da ist logischerweise keins drin. Hier waren so ein paar fertige Sachen gebaut. Wooden Ram, Wooden Ceiling, das hilft mir jetzt nicht. Ich bin hier... Mir ist immer noch kalt, trotz dass ich in der Hütte bin. Natürlich schade. Okay. Dann lege ich jetzt die Häute rein. Holz haben wir nicht. Dann sind wir aber die Häute wenigstens schon mal los. 100, dann nehme ich rein. 100, dann nehme ich mit. Um gegebenenfalls mal was reparieren oder bauen zu können. Naja, ich drücke immer E. Super. Das läuft gut und hier schaue ich mal rein, aber das scheint nicht an zu sein, dann ist da auch kein Fleisch drin. Alles klar, gut, wir legen los mit dem Stegosaurus, aber in der nächsten Folge. Dann ernten wir ein bisschen Holz und ich sehe zu, dass ich zudem noch ein bisschen Fleisch finde und meine Räuber hier verarztet bekomme mit Fleisch und zudem vielleicht noch ein paar Narkotics herstellen kann. Und dann eine Hauserweiterung. Ich habe überhaupt keine Idee, wie die aussehen könnte. Aber wir brauchen ein Lagerhaus. Ne? Das hilft ja alles nichts. Also, vielleicht baue ich auch noch ein separiertes Häuschen. Das wäre eine Möglichkeit. Dass man ein separiertes Lagerhaus errichten. Oder wir machen eine Erweiterung und die eine Etage höher. Schwierig. Ist echt schwierig. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht habt ihr Ideen, dann könnt ihr die natürlich gerne noch schreiben. Allerdings bin ich jetzt in derselben Aufnahmesession noch unterwegs. Das heißt, die nächste Folge werde ich jetzt noch nicht wirklich darauf reagieren können, auf Kommentare. Aber Ideen sind natürlich immer noch willkommen. Ich werde mir da was einfallen lassen. Irgendwie werden wir das Ding schon erweitert bekommen. Irgendwie werden wir schon neue Lagerflächen hinbekommen, wo auch immer die entstehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich selbstverständlich über einen Daumen hoch von euch, wenn es euch denn gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier in Ark auf dem Community-Server wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.